Sommerstart von einem super Event haben wir dürfen erleben. Und ja, es geht um eine Adventsausstellung. Und da gehört jetzt Basti Modorsäge fast nicht rein. Aber das war wirklich ein mega Start. Wir fangen an mit dem Wort Liebe, das hier auf Arabisch von einem Künstler geschrieben worden ist. Mir ist Christian Hamann. Christian, von was für einem Event rede ich? Was macht ihr hier genau? Ja, es ist jetzt bis mehr als ein Jahr her, als ich einfach die Idee hatte, dass ich in der Adventszeit einmal ein zusätzliches Element in die Stadt laufen will, bringen will, das den Leuten Freude bereiten kann, in der Zeit, in der man ja auch gerne so ein bisschen einfach flaniert und schaut und genießt. Und ich glaube, das ist uns gelungen mit dem, was wir auf die Beine gestellt haben, Kunst in die Stadt zu bringen, Kunst zu den Leuten zu bringen, aber gleichzeitig auch den Geschäften etwas zu bringen, wo ihre Aktivitäten dort bereichern. Jetzt sehen wir auch an den Bildern an, in den Schaufenstern wirklich, es haben ganz, ganz viele vom Gewerbe mitgemacht und das sind nicht irgendwelche Bilder. Kannst du mir erzählen, wie ihr das ausgesucht habt? Da sind ja diverse Leute, die bei euch im Komitee mitgemacht haben. Ja, das ist so. Ich habe mich zuerst an Marie Claire und an Markus Hartegger gewendet, weil ich gewusst habe, dass sie sehr gute Kontakte in die Künstlerszene haben, weil ich selber habe ja das nicht. Und sie haben dann die Künstler kontaktiert und haben ein riesen tolles Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt. Ich möchte vielleicht noch sagen, ich selber war dafür verantwortlich, dass wir überhaupt Plätze und Schaufenster gefunden haben. Ich bin von Geschäft zu Geschäft und habe sie überzeugt, dass sie hier neue Wege gehen sollen mit ihren Weihnachtsschaufenstern. Es war nicht immer nur einfach, aber heute sind, glaube ich, alle zusammen glücklich und zufrieden. Und ich glaube, man sieht auch, es geht ja überall immer ein bisschen darum in unserer Region, dass man unsere Dörfer, unsere Städte wieder belebt. Ich bin auch überzeugt, das ist eine gelungene Sache. Jetzt ist es ein bisschen schräg, wenn ich dir sage, ich wünsche dir viel Spass beim Flanieren. Aber ich glaube, jetzt hast auch du genug Zeit, um überall stehen zu bleiben. Man muss nicht immer stressen beim Einkaufen. Ja, sicher. Gerade ist die Adventszeit eine Zeit, wo leider immer ein bisschen gestresst wird. Aber ich möchte wirklich auch ein bisschen an die Leute appellieren. Nehmt es doch ein bisschen ruhig, genießt die Augenblick. Kommt zum Beispiel eben auf Laufen, genießt die Schaufenster. Einmal bei Tag, einmal bei Nacht. Wir haben eine ganz tolle Stimmung in diesem Städtchen. Herzlich willkommen Sie alle zusammen. Wunderschönen Abschluss, da habe ich nicht mehr beizufügen, ausser dominiert jetzt hier hinzukommen, weil ich kenne keine Ausstellung, wo man nebenbei noch in den Laden rein kann und ein Brötchen kriegt. Man kann noch das Fleisch kaufen und man wird von Kunst beseelt hier in Laufen für die nächsten 5 Wochen.